bin Erstunterzeichner von der Wohninitiative, die wir heute Morgen am 8. April eingereicht haben. Mit der Wohninitiative möchte man den Stadtrat auffordern, dass ein grösserer Teil Wohnungen in gemeinnützigen Wohnungsbau aufgenommen wird oder eben gemeinnützige Wohnungen gebaut wird, und zwar ein Fünftel von allen Wohnungen. Jetzt sind es 10%. Wetzikon wird in den nächsten Jahren stark wachsen, ob man das will oder nicht. Und es geht jetzt darum, zu regeln, wie das sie wachsen soll. Wetzikon wird immer grösser, wird auch immer mehr eine Agglomerationsgemeinde. Wir haben gleich das Problem, dass man nicht mehr einfach, gerade als Familie zum Beispiel, ein Wohnraum bekommt, wo man sich auch noch leisten und zahlen kann. Die Initiative haben wir zusammen gemacht mit der SP. Und das Ganze ist, glaube ich, sehr eine gute Aktion. Wir haben mal gesehen, dass die linke Seite da wirklich am gleichen Strick ziehen. Ich bin im Initialkomitee aus dem einfachen Grund, weil es mir wichtig ist, dass es bezahlbare Wohnungen zu Wetzikon gibt. Die Wohninitiative nimmt niemandem etwas weg. Es ist eine faire Initiative für faire Mieten.